Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in der Folge Nummer 42 von Voxel Tycoon. Ja, die Züge fahren hier hin und her und da fahren sie auch zurück. Und wir sind aber hier unterwegs, um die Stahlproduktion zu checken, beziehungsweise Eisen. Diese Baggen sind hier mit diesen zwei Werken wohl zu wenig. Da müssen wir gucken, dass wir da mehr Output haben. Ne? Ich sag mal, nach dem Intro schauen wir uns das gleich an. Bis dann. So, dann schauen wir doch mal hier rein. Also wir haben hier zwei von den Eisen. Das hier ist, nee, das ist Stahlproduktion schon. Und das hier ist Eisen. Okay, habe ich mich vertan. Das heißt, wir müssen aber definitiv hier mehr schaffen. Hier stockt es ja auch alles insgesamt. Hier fahren die nur so langsam weiter. Warte mal, lass mal eine zweite Stufe machen. Aber da hinten, nee, hier hinten war es. Da sind gerade mal fünf drin. Und wenn ein LKW kommt, dann sind die ja auch schon alle futsch, ne, oder? So, einer hat es voll geschafft und der zweite, der kriegt nur einen oder vielleicht zwei, genau. Ach, es sind doch vier gewesen, aber reicht nicht, definitiv nicht. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir hier noch mehr ausheben, ne? Ressourcengewinnung. Ich würde jetzt ins... Oder warte mal, was wir könnten, aber nee, das steht hier ja noch alles. Also es ist noch was da, sagen wir es so. Wir müssen nur gucken, dass wir es abgreifen, ne? Das würde bedeuten, wir müssen Verarbeitung machen. Und zwar ein Legierungsschmelze. Würde ich tendenziell da schon so machen wollen, oder? Ne, dann kommen wir da gar nicht rüber. Kann ich das so drehen? Ja. Würde ich so jetzt anschließen. Könnte da nach dort drüben rüber gehen. Die Kohle ist auch zu wenig, sehe ich schon. Aber da werden wir auch noch dran arbeiten müssen dann. Sollen wir das so machen? A und B. In A können wir sofort die Eisenbahn reinmachen und in B müsste die Kohle rein. Die Kohle muss dann darüber. Ich glaube, wir können das so hinstellen. So, dann Förderband. Da direkt angeschlossen. Passt schon. Dann laufen da schon mal welche rein. Wir können hier, ich hoffe, das hat jetzt hier nichts kaputt gemacht. Warte, wir müssen gucken. Ne, Förderband läuft noch. Mach das weg. Jetzt hier drauf. Wir wollen die Eisenbahn machen. Jetzt kommt hier Kohle angeliefert. So, das bedeutet, wir müssen hier einmal über das Förderband mit einer Brücke rüber. Das ist schon passend und geht da rein. Gut, und dann ist es ja schon hier. Anschließen eigentlich. Und ich würde sogar hier anschließen, weil dann geht es nach da und nach da raus. So, da kommt auch die erste Kohle schon. Jetzt müsste es bedeuten, dass dieser Ofen gleich auch uns Stahlbarren rausschmeißt. Da steht was davor, da hinten wird ja wohl auch was reinlaufen, denke ich mal, ne? Sieht gerade nicht so gut aus. Hm. Da passt was nicht. Wieso kommt da jetzt nichts raus? Mhm. Weil es falsch rum ausgewählt ist. So, jetzt muss was rauskommen. Ja, da passt es. Gut, okay. Dann haben wir das gesteigert in gewisser Weise. Allerdings nur so weit, wie hier die Kohle ankommt, ne? Wohl derzeit ist auf jeden Fall Kohle noch davor. Also warte mal, wenn ich das schließe, dann geht das weg und dann sehe ich noch genug. Okay. Also hier kommt jetzt Kohle rein. Ah,
Okay, ich glaube, wir brauchen noch einen Kohlebeförderungseinheit, also ein LKW. Wenn ihr sowieso zu wenig. Ja. Ich glaube, wir machen noch einen LKW da drauf. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? 307.000, das sollte also nicht das Problem sein. Kaufen wir einen LKW, der Kohle transportieren kann. Das ist der. Kaufen. Den auswählen. Und der muss was von wo bringen? Der bringt von Michelstadt Süd die Kohle nach Mellerichstadt unten. Nee. Mellerichstadt Abzweig. Kohle war das. Kohle zu Mellerichstadt Abzweig. Das müsste ja der sein, ne? So, einmal da gucken. Garage kann zu. Und der müsste jetzt hier Kohle holen, ne? Hm, macht er schon mal. Fährt dann darüber. Einmal abbiegen da bitte. Fahrzeug ist unrentabel. Und wo hat er abgeliefert? Abzweig sollte er abliefern, oder? Wo ist er jetzt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, oder was? Einfach mal die drei. Wenn er da oben abliefert, ist verkehrt. Nee, das bringt mir ja nichts. Nee, statt unten. Wo ist denn die zweite Kohlelinie dann? Mellerichstadt Abzweig brauche ich doch. Nee. Da steht jetzt nichts von Kohle. Holz, Holz, Holz. Kohle ist nur hier. Hier bringt da gar keiner was hin, oder was? Oder wo kommt das weg? Hier wird doch angeliefert, oder? Wer liefert denn hier jetzt an? Der fährt nochmal in der Stadt unten. Hier kommt doch Kohle rein. Oder wenn das da reinkommt, ist das damit verbunden. Warte, das müssen wir mal gucken. Ah, das ist damit verbunden, also passt schon. Ich war jetzt hier der Meinung, dass das nicht klappt, aber es klappt schon. So, das heißt, wir sind zu langsam, wir machen mal ein bisschen schneller. Fahrzeug ist unrentabel. Das müsste ja das hier sein, oder? Ja, der fährt die Holzträger da auch durch die Gegend und liefert die nicht ab, glaube ich, oder? Oder stand der gerade im Stau? Ne, der stand im Stau, aber der liefert nicht ab. Wo bringt er die denn hin? Da holt er sie. Und wo bringt er sie hin? Hier soll er sie hinbringen. Ah, das ist die falsche Ware, die er da hinbringt, ne? Da müssen Bretter hin. Das ist der da. Wirges Anbau. Soll er entladen, aber hier gibt es niemanden, der das braucht, was er da drauf hat. Der holt es da und bringt es da weg. Gibt's nicht mehr. Gut,
gut, der fährt jetzt dahin und dann soll er da die Bretter hinbringen. Okay, da ist einiges schiefgelaufen jetzt, ne? Aber das ist halt... Unternehmen ging bankrott. Ich weiß nicht, was die da brauchten, aber wir konnten es nicht liefern. Ach so, warte mal, hier ist noch eine Linie, wo noch gar kein Zug drauf ist, weil wir kein Geld hatten, ne? Oder wie war das? Okay. Oder... Wir kriegten den hier auch nicht aus dem Lokschuppen raus, ne? Oder wie war das so? Da haben wir noch ein ganz großes Problem gehabt, meines Erachtens. Oder vertue ich mich da? Wir haben auf jeden Fall eine 500.000. Jetzt müssten wir hier mal kaufen. Und das ist hier die richtige Lok, die ich nehmen will. Und will... Das nicht. Steine transportieren. Das wäre dies. Ja. Und wenn ich Shift drücke, kann ich mehrere machen, ne? Fünf sind das jetzt. Das sieht erstmal gut aus. Den kaufen wir jetzt, den Zug. Wir haben noch Plus. So, und jetzt muss der einen Fahrplan haben. Halt hinzufügen und der wäre, er fährt hier hinten hin. Warte, wo war das? Hier war das. Und holt da erstmal ab. Laden. Der lädt da erstmal voll. Und dann halt hinzufügen, weil die Steine müssen ja irgendwo hin. Und die müssen hier hin. Entladen. Und dann speichern als Stein zu Heubach Anbau. Zug. Passt, okay. Und starten. Er hat sich verirrt. Klar. So, das heißt, zum Depot schicken. Passt. So, und ich muss jetzt gucken, dass ich den hier rauskriege. Gleise. Der muss ja hier so rum. Ich müsste darüber. Den kriege ich hier definitiv nirgendwo angeschlossen. Das sieht nicht gut aus. Kannst du gleich was abreißen von? Gleis noch mal her. So, so geht's. Okay. Und wer steht jetzt hier im Weg? Gute Frage, ne? Ich glaube, wir müssen noch ein Signal vielleicht mehr bauen. Kann der nach da fahren? Der fährt nach da weg. Oh oh. Der fährt nach da weg. Dann machen wir auch so noch einen hin. Da geht auch noch so einer. So, ich glaube jetzt...
fahren alle Züge wieder. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den nochmal auf die Strecke bringen. Er hat sich wieder verirrt. Ein einseitiges Signal im Weg. So. Meines Erachtens müsste der jetzt hier so rumfahren können, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo jetzt hier was verkehrt läuft. Da wäre richtig, ja. Hier ist ein einseitiges Signal im Weg. Das ist so rum, das ist so rum. Das ist richtig. Er kann da lang fahren, das ist auch richtig. Gute Frage, wo hier das Problem ist, ne? Sind die beiden Signale nicht zusammen? Kann das sein? Ja, das war schon richtig. Ah, ich glaube, die beiden Signale sind hier nicht richtig zusammen, ne? Schauen wir nochmal. So sieht's aus. Und ich sehe es jetzt nicht, wo das Problem hier sein soll. So, die beiden sind schon richtig, oder? Zug 6 kann seinen Weg zum Ziel hier rein. Es ist vermutlich ein einziges Signal im Weg, um es beidseitig zu machen. Platziere ein weiteres Signal in derselben Position. Ist das hier oben? Wahrscheinlich hier, oder? Kann das sein, dass das falsch ist? Ich glaube schon, hier ist das Problem. Genau, wahrscheinlich ist hier das Problem. Schauen wir mal. Wo ist der Lokschuppen? Da ist er. Ah, jetzt geht's. Aber dass er schon am ersten Lokschuppen da schon nicht wusste, wo er langfahren soll. Komisch. Okay, der fährt weg, dann fährt der da rein, dann passt es erstmal. Jetzt fährt er da durch, passt. Und das können wir mal zumachen. Und das wahrscheinlich auch. So, er fährt seine Runde da hinten hin erstmal. Ich hoffe, dass er da gleich lädt. Und reichlich Steine dann rüberbringt. Ich hoffe, die sind noch nicht bankrott gegangen. Das kann ja auch noch sein, ne? Dann haben wir es schlecht gemacht. Okay, Steine kommen drauf, das ist schon mal gut. Zug dreht, Zug fährt, sehr gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass er da auch abliefert. Jetzt pass auf, wenn ich jetzt hier hingucke, dann ist das nicht mehr da, ne? Doch, ist noch da. Wer war das denn? Doch, hier ist es doch. So, ich muss das ausmachen. Ah, 58 Tage noch, das sollte aber noch klappen, oder? So, im Lager sind jetzt 25 Steine und dann können die da kloppen. Dann geht's doch erstmal, oder? So, dann müssen wir weiterschauen. Der Zug fährt erstmal.
Die Veränderung der Schließung machen wir auch, denke ich mal. Zug fährt da. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir hier noch vielleicht weiteres Material abliefern können. Wie sieht es denn hier aus mit Logistik? Wongtreich Süd funktioniert. Kriegt aber nichts hin, weil ich glaube, hier wird gar nicht angeliefert. Ne? Kann das sein? Die Stelle ist neu. Das bedeutet, wir müssen in der nächsten Folge gucken, dass wir das hier von hier wahrscheinlich, wo ist es? Hier aus dem Speicher rausnehmen vielleicht und dann dahin bringen. Machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.